Ja, das steirische Wochenende geht zu Ende. Zweites Spiel, gestern ein Spiel, heute ein Spiel, auch das zweite Spiel konnte man gewinnen. Was sind deine Eindrücke vom heutigen Spiel? Dass die Regenerationsphasen sehr, sehr kurz waren. Ja. Zwei Spiele in zwei Tagen, für die alten Spieler relativ intensiv gewesen. Heute war es sehr warm, aber trotzdem lustig und sehr erfolgreich, die zwei Tage. Wie schaut es aus mit deinem Körper? Wie geht es den Muskeln? Naja, jetzt brauchen wir ein paar Elektrolyte, glaube ich. Ja, wichtig ist jetzt einmal ein großes Bier, dann wird es wieder funktionieren. Ja. Was sagst du zu deiner Leistung? Ein Tor hast du erzielt? Ja, staubiges Lupferl gewesen, glaube ich. Ja, alle in die Garage gerannt, hat passt. Ja. In der ersten Hälfte gab es ein bisschen Probleme mit der Schiedsrichterleistung, da hast du dich über einige Abseitssituationen aufgeregt. Ja, ich weiß nicht, was los war. Vielleicht war er ein bisschen nervös oder was, weil doch relativ viel Leute da waren. Er hat sich mit den Leuten ein bisschen unterhalten, keine Ahnung, aber war auf einem anderen Spiel heute, Kollege. Eine steirische Legende hat heute auch ein paar Mal getroffen. Was sagst du zur Leistung von Mario Haas? Ja, also wenn ich mich da an die eine Situation erinnere, wo der Bomber Lahm aufs Tor gelaufen ist, bin mir nicht sicher, ob da noch ein Gegner eingespitzelt hat oder nicht, aber hat ein bisschen Botschaft ausgeschaut beim Bomber, ja. Danke dir. Danke.